Moin moin und herzlich willkommen zu Tag 35 bei Darkness Falls. Blutmond, der fünfte, steht im Raum. Hab jetzt hier schon die ganze Nacht damit verbracht, ein wenig Sachen aufzuwerten. Hab überall hier Sachen angestoßen, damit neues Material rankommt. Mit dem Stahl muss ich allerdings jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Da habe ich echt eine ganze Menge rausgehauen. Das ist so, boah, bisschen ärgerlich. Aber ich dachte mir, es läuft ja alles relativ gut und entspannt hier. Wir könnten ja mal die Stufe 3 Ausgrabungsquest einfach mal machen. Dann zeige ich euch auch gleich, was ich da schon zurechtgebastelt habe. Ich habe da jetzt nämlich noch zwei weitere Klingfallen untergebracht. Ich muss, oh Gott, ich muss dran denken, mir geschmiedetes Eisen und elektrische Teile mitzunehmen, um Sachen zu reparieren. Der elektrische Zaun hat nämlich schon ordentlich gelitten. Weiß nicht, ob das durch die Benutzung passiert ist oder dadurch, dass die ganzen Polizisten da explodiert sind. Aber das ist ja jetzt im ersten Moment doch gar nicht so relevant. Wir müssen es reparieren. Und dafür muss ich daran denken, diese Sachen halt mitzunehmen. Ich weiß nicht, ich glaube vor zwei oder drei Blutmonden hatten wir das Ganze ja auch schon mal. Das lief es relativ gut und ich hatte einfach die Materialien zum Reparieren vergessen. Das war ein bisschen ungünstig. Hoffen wir einfach, dass sowas nicht wieder passiert. Ich könnte mir auch so eine Reparaturkiste innerhalb der Hordefalle hinsetzen, damit ich auch immer direkt vor Ort ein kleines Materiallager habe. Dann brauche ich auch gar nicht mehr so viel denken. Das ist vielleicht gar nicht mal so unpraktisch. Oh! Okay. Das war ja ein kurzes Graben. Okay, das Stufe 3 Ausgraben sind wohl einfach nur stärkere Zombies hier. Da wir mittlerweile aber so eine Strahlungsentferner-Mod auf unserem Büttel haben, ist mir das egal. Das ist super entspannt. Vielleicht mal gucken, was wir in den Vorräten da hatten. Ja, ich habe den Bein entfernt, tut mir leid. Generische Schematik. Antibiotika. Beim Händler halt abgehen. Was konnte man aus den Dingern denn nochmal machen? Ach! Die ganzen Mods macht man aus den Dingern. Stimmt! Das haben wir vor Ewigkeiten schon mal geguckt. Ja, und dafür brauchen wir Wissenschaftscrafting. Ist hier denn auch das hier Strahlungsentferner-Ding da? Dabei? Das wäre eigentlich praktisch für alle. Oh, hier ist doch das Rigging. Könnten wir ein bisschen auf Wissenschaftscrafting gehen, damit wir hier mal ein paar Mods machen können. Drei Punkte. Gut, wir können uns theoretisch jederzeit wieder neue craften. Hier mal auf T2 Mods. Oh, schon können wir da. Was können wir denn jetzt noch nicht machen? Advanced Tactical. Ja, ja, das kriege ich auch, glaube ich, sowieso durch die Wissenschaftsklasse, oder nicht? Kann nur von der Sicherheitsklasse, genau. Vollautomatik, Eisenbrecher, ergonomischer Griff, okay, ist nicht so wichtig. Messingcatcher, was? Hat eine hundertprozentige Chance, Aufzählungszeichengehäuse zurückzufordern? Oh! Also wahrscheinlich kann ich damit ein paar Materialien, also die Hülsen von den Kugeln wieder mitnehmen. Schön. Die verstärkte Panzerung, schade. Oh, gesegnetes Metall, kann ich selber herstellen. Wie geil ist das denn für? Überschaubar. Rüstung, Spezialmunition, was? Verringert Schutz der Panzerung um 10%, Stapel bis zu einem Maximum von 60%. Das mache ich eine... Ich hoffe, das mache ich eine Waffe, damit ich die gegnerische Rüstung reduzieren kann. Moment. Weil für mich selber wäre es etwas dämlich, was zu craften, was die Rüstung runtersetzt, oder? So, Rezepte. Wo waren wir denn? Ja, hier, das kommt schon hin. Oh. Okay. Theoretisch brauche ich dafür nochmal zwei Skillpunkte. Ah, Strahlungsentferner kann ich damit immer noch nicht.
Ah, schade. Ist Tier 3 dann wahrscheinlich, ne? Ja, Veränderungsstufe 3. Schade. Läuft jetzt weg. Hör auf damit. Gut, jetzt habe ich 3 Skillpunkte rausgehauen. Ist jetzt natürlich möglich, dass das streng genommen relativ doof war, aber wie gesagt, theoretisch, wir kommen ja gut an neue Punkte, wir können sie nicht verzichten, wenn es irgendwas gibt, was wir unbedingt sofort haben müssen. Das ist ja an sich kein Problem. So, jetzt schlage ich hier schon wieder alles kurz und klein. Ich wollte euch ja eigentlich kurz zur Hordefalle mitnehmen. Das machen wir nochmal schnell. Wo habe ich geparkt? Da. Metern, genau. Nur einmal, damit ihr einen Überblick habt. Ich werde dann den restlichen Tag auch nutzen mit den Materialien, die nachgecraftet werden. Beziehungsweise ich kann mal schauen, ob ich unterwegs noch was finde, beziehungsweise beim Händler noch was kaufe. Dass wir möglichst weit kommen mit dem Aufwerten. Ich gehe nämlich davon aus, dass wir, solange jetzt hier nicht einen dicken Haufen Demolisher kommen, dass wir das eigentlich geregelt kriegen müssten. So theoretisch. Ja, gleich da, gleich da. Upp. Ja, können wir hier abbiegen. So. Hier. Ich habe jetzt hier die Blöcke rausgenommen, haben einen 2-breiten Durchgang. Der gesamte Aufgang ist jetzt auf Superstahl. Oder? Oder? Oh! Doch noch nicht. Da musst du noch was nachtrocknen. Sehe ich gerade. Zack. Ach, du auch noch. Zack. Genau. Wichtig, dieser Aufgang ist halt mit das Wichtigste und Essentielle an allem. Hier oben habe ich jetzt einfach mal noch um Klingenfallen ergänzt. Das heißt, die werden hier im besten Fall von 4 gleichzeitig geschnetzelt. Während ich hier von hier vorne noch weiter drauf schießen kann. Der Hauptweg ist jetzt soweit. Zack. Hallo. Ja. Der Hauptweg ist jetzt soweit komplett aus dem fertigen Stahl. Ich habe jetzt hier hinter schon angefangen, den Weg mit Beton zu verbessern. Wie viel habe ich denn schon wieder im Inventar? Boah, so 700, das ist in Ordnung. Können wir hier gleich auf die zweite Stufe gehen. Zack. Zack. Am besten die Pfosten auch noch. Ach, das war Stahl. Egal. Besser zu viel als zu wenig. So. Du auch. Und so will ich das jetzt ja auch durchziehen, dass ich hier erstmal den größten Gefährdungsbereich so weit aufwerte, wie ich komme. Oh. Jetzt zum Beispiel hier um den Generator rum. Der kriegt volle Stahldosis. Muss mal schauen, dass ich den Generator... Ah, Stahl schon wieder leer. Gut, crafte ich alles noch nach. Das ist ja soweit kein Problem. Dass der wirklich dicht ist, weil an dem Generator hängt irgendwie alles. Hier die Wege habe ich schon ein bisschen weiter gemacht. Also da, der Bereich, wo die Polizisten explodieren, beziehungsweise eventuell die Demolisher, da sind wir schon relativ weit fortgeschritten mit Beton. Entsprechend sollte das grundsätzlich ganz gut funktionieren. Ich hoffe doch. Oh. Ich höre da draußen jemanden anklopfen. Da. Nein, 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 nicht Stahl. So, erstmal die zweite Betonstufe. Jetzt bist du denn Schreihals, Hazen? Klingt so, oder? Nö, schade. Das hätten wir sie nochmal schreien lassen können, dann hätte ich euch auch noch kurz gezeigt, wie gut das alles funktioniert. Bis jetzt bin ich doch sehr begeistert davon. Hier, die Sachen lasse ich erstmal stehen, die können sie ruhig nach und nach abreißen. Auch wenn ich befürchte, dahinter muss ich natürlich noch aufwerten, aber das ist eine ganz andere Baustelle. Ach, das wird. Wird, wird! Wie viel Beton habe ich denn noch? 238, gut. Ein bisschen kriegen wir dann also hier nochmal rein. Zack.
So, möglichst der Gefährdungsradius erstmal. Oberste Priorität. Gleich hier drüben. Beziehungsweise hier drüben bin ich, glaube ich, schon so weit, ne? Können wir hier nochmal ein bisschen machen? Den Pfosten. Zack. Ach komm. Die Park kriege ich auch noch hin. So. Ich glaube, da haben wir sogar schon fast alles auf Beton aufgewertet. Das ist geil. Ich werde das jetzt so weitermachen mit den Sachen, die ich noch crafte, beziehungsweise kaufe und finde. Und hole euch dann zur Nacht wieder dazu. Bis gleich. So. Jo. Es dürfte gleich soweit sein. Hey, reparier mal. Ich gucke mal, ob ich noch mehr Stahl kriege. Ich habe nicht mehr so viel Stahl draus gekriegt. Ich habe mir jetzt nochmal einen Skillpunkt gecraftet und habe jetzt tatsächlich dieses Wissenschaftscrafting voll gemacht, sodass wir jetzt tatsächlich auch die Tier 3 Mods herstellen können. Ich habe mir tatsächlich auch einmal so ein... Falsche Richtung. So ein Rigging. Tactical Rigging gemacht. Was laut Beschreibung ja darauf hinauslaufen sollte, dass ich... Oh, danke. Dass ich mehr Sachen tragen kann. Ich habe es jetzt noch nicht ausgerüstet. Das werden wir gleich einmal zusammenschauen, was das so bringt. Aber erstmal verkrieche ich mich jetzt doch nochmal in der Falle. Hatte jetzt nicht damit gerechnet, dass ich nochmal umdrehen muss. Scheiße. Böses Wort, sorry. Oh nein. Jetzt hier mal ankommen. Habe ich noch Reparaturkits? Ja, ein bisschen. Oh, das könnte diesmal witzig werden. Komm. So. Motor an. Nein, ich habe keine mechanischen Teile. Oh, scheiße. Scheiße. Jo, das könnte jetzt natürlich ein bisschen kritisch werden. Zweimal zurücklaufen. Oh mein Gott. Weil ich würde den Motor natürlich gerne reparieren, weil wenn der tot ist, dann haben wir verloren. Dann ist vorbei. Mechanisch, mechanisch. Nehmen wir einfach alle. Passt schon. Lauf. Oh Gott. Ich hab grad keine Ahnung, wie spät es ist. Wir nehmen auch den Weg durchs Fenster. Zeit sparen. Oh mein Gott. Ich habe oben auch einen kleinen Käfig drumherum gebaut, um mich. Einschalten. Damit die Springer nicht direkt zu mir kommen. Ich habe jetzt natürlich immer noch keinen automatischen Schutz gegen die Geier. Oh Gott, wir haben es geschafft. Huh! Keinen automatischen Schutz gegen Geier oder ähnliches, aber wenn die kommen, ich hoffe, ich kriege sie einfach mit und dann kann ich draufschlagen oder ähnliches. Kann jetzt hier weiter rumprügeln. Es ist momentan leider nur Holz, weil so viel gespieltes Eisen habe ich gerade nicht rumfliegen, um das hier alles aufzuwerten. Gut, die hier vorne kann ich ja schon. Mal gucken, ob ich es bereuen werde. So, erste Schicht fertig. Ah, 37. Uah, gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. So, ich würde gerne dieses Tactical Rigging mal ausprobieren. Ändern. Noch sehe ich nichts. Ich werde mir jetzt gleich mal markieren. Ich habe mir noch eine Panzerplatte besorgt und Fittings. Markiere mir mal den letzten Slot, den wir vorher frei hatten, damit wir das gleich sehen. Abschließen. Oh. Okay. Hat das jetzt gar nichts gebracht? Doch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Oh, 10 Slots hat das gegeben. Geil, da können wir bald richtig 10 Sachen mehr looten, bevor wir komplett überladen sind. Geil. Dann schätze ich mal, dass der erste 5 gegeben hat und dass der dritte 15 wird. Oh, dass wir hier nochmal 5 rauskriegen. Oh, das wäre natürlich ein Träumchen. Schwerst begeistert. Gut, ist das Doronexakt dabei, habe ich gut gemacht. Ich habe Sachen zum Heilen dabei, Kleinkram, was gegen Infektionen, was für gegen gebrochene Arme. Für schnell viel Heilen habe ich oben die Verbandskästen. 2 Kleinigkeiten zum Essen, falls es sich, falls Not tut. Und die Munition, die ich rumfliegen hatte. Leider ist das insgesamt nicht so viel. Oh Mann, wenn ich den reparieren muss, dann fällt wieder wahrscheinlich einer von den Slots weg.
Ja. Wir warten mal ab. Oh, gutes Timing. Woo. Neue Pistole, weil die habe ich frisch repariert. Okay. Okay. Das funktioniert ja relativ gut. Okay. Ein Bier. Komm, zur Feier des Tages gibt's ein Bier. Bitte? Jawohl, Pfenn ist höher. Oh, ich weiß jetzt nicht, wo sie klopfen, aber scheint ja nicht so wichtig. Oh. Okay. Wie viel Stahl habe ich? 98. Okay. Warten wir einfach mal ab. Oh, warte, hatte ich nicht einen Skill für mehr EP durch elektrische Skills? Ich glaube, in der Scavenger-Klasse? Nee, in der Arbeiterklasse, ne? Ja, hier. Ja. Ich glaube, wenn ich jetzt hier EP kriegen sollte, während dieser Nacht. Punkte werde ich die mal da rein investieren, dass wir mehr EP kriegen. Ja, spuck wen anders an. So. Der Springer ist schon mal nicht reingekommen. Perfekt. Boah, ich komme hier gar nicht mehr zu viel. Was ist das denn? Oh, Geier, krieg ich rechtzeitig mit. Oh, ist nochmal Munition drin. Perfekt. Haha, ihr Idioten. Ich versuch... Oh! Natürlich jetzt nicht so geil. Direkt eine Falle weniger. Ja, ist okay, ist okay. Nur halb so schlimm, nur halb so schlimm. Wir haben ja extra zwei. Oh, wir haben auch ganz schön viel Life. Motivieren, die andere Seite mehr zu benutzen. Gut, 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 reparieren. Zack. Ich gehe mal auf die andere Seite. Gucken, ob wir sie motiviert kriegen. Hier, nehmen wir die Seite, Leute. Danke. Warum? Warum? Oh, Schande! Der hat meine Elektroverschaltung erwischt. Ha! Ärgerlich! Ja, dann schalten wir den ganzen Kram halt mal in Reihe. Ist dann so. Aber die Beschaltung muss ich dann halt auch dichter machen. Daran wird es nicht scheitern. Tanzkarte, sehr schön. Ah, blöder Polizist. Ich hab hier. Der hat mir die ganzen Feinde gerade kaputt gemacht. Ich hasse es nicht. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Also wir sind, glaube ich, noch nicht im Stress. Noch nicht.
ein bisschen retten. Boah, wieso brennen die? Okay, ich werde mal kurz gucken, muss ich die reparieren? Falsche Seite zum Reparieren. Hier. Ja. Ganz schnell rüber. So. Nehmen wir noch die Pistole. So. Gut, soweit funktioniert das noch alles. Oh, ich muss meine Lagerpistole bald reparieren. Interessant. Das Problem ist, die Klingen fallen. Das ist auch eigentlich wie bei Vanilla. Die halten einfach nicht lange aus. Das war zwar gerade nett anzusehen am Anfang, dass die einfach alles regeln, aber unrealistisch, dass das die ganze Hauerfalle überlebt. Oh! Ey, da wollte jemand den guten Weg nehmen. Danke. Du bist überlastet. Warte mal. Ruhe. Mal zwei Stück. Reiten wir uns doch schon mal auf Blut vor. Zack. Einmal kurz alles rein. So. Dann kann ich das mal sortieren und sehe ich was im Trailer. So. Zack, weiter geht's. Puh. Ah, bei den kleinen Tieren muss man aufpassen, weil die sich von den Zaun einfach nicht beeindrucken lassen. Ja, ja, zack, Sonne. Schön. Oh Mann. Die Pistole geht ab. Oh, Verbandskasten. Schön. Ich bin mich gerade freut, dass wir es noch nicht nötig haben. Oh, also mit dieser Pistole kann ich mich echt anfreunden. Was ist denn hier eigentlich kaputt gegangen? Ach, die Holzzäune. Naja, ist egal. Aus irgendwelchen Gründen stehen sie an den Türen Fenster. Ja, schön, die Klingen fallen, danke. Ey! Ey! Nicht abkürzen! Oh, die werden größer, oder? Oh. Er ist explodiert, ich weiß nicht warum. Nehmen wir den Kram erstmal. Okay. Problem seid. Ja, euch nicht auseinander durcheinander bringen. Und so hätte ich das. So. Geier. Der Bär muss weg. Oh, Bär ist in die Falle gerannt. Perfekt.
Ja, ja, komm her. Danke. Läuft gar nicht schlecht. Wie gut! Oh, herrlich! Kann ich mal wieder was reparieren hier? Ich hoffe doch nicht. So. Oh, 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 oh. Ach so, Geier. Ich dachte schon was Schlimmes. So, ich schau mal kurz nach dem Elektrozaun, wie es dem geht. Jetzt geht's ihm wieder gut. Sehr schön. Los, lass dich schnetzeln. Diese Klappen war eine geile Idee. Ehren ohne Ende, okay. Und her. Ja. Ihr hört schreien. Mein Gott. Ich muss mal kurz meine Tiere reparieren. Das ist denn der? Das sind ganz schön viele diesmal. Oh. Ja, warte, du brauchst mal einen Strom. Kriegst du? Kriegst du, kriegst du, kriegst du? Ich hätte darauf verzichten müssen. Ah, ich will nicht versuchen, mit Bären zu tun. Oh, okay, erstmal die hier. Könnte schlechter laufen. Strecken wir aber auch natürlich besser. Das mit den Bären ist jetzt schon ein kleines Problem. Hä? Was ist denn mit dir? Nimm doch den Weg, den alle nehmen müssen. Ja, ja, ja. Die haben mir meine Klappe kaputt gemacht. Ah. Ruhe. Sterben langsam aus. Oh mein Gott. Okay, ich nehme mal kurz einen Schwanzkasten. Okay, meine Klingfallen sind alle kaputt.
muss aber echt sagen, haben sich gut gehalten. Ich kann mich nicht beschweren. Wenn ich gerne wüsste, was da immer kaputt sprengt. Ob das so bestimmte Leichen sind, die explodieren, oder ob das pauschal alle sind. Weil wenn pauschal alle sind, muss ich mal gucken, was wir dagegen tun können. Ja, ja. Was geht hier looten hier? Oh, so viele Loot-Säckchen hier. Den hinfallen hinten einfach auch noch mal intensivieren, dass die noch an einer anderen Stelle so richtig krass gestattet werden wie am Anfang. Weil über die ganzen Leichen, die hier explodieren, die kommen hier über den Elektrozaun eigentlich nicht rüber weg. Sprechen kann ich das doch. Ey. Ganz gut regeln. Ey. Ah. Gut. Ja. Immer diese Geier, ne? Aber ich wusste ja, dass das mit den Geiern so laufen wird. Das Schiff hier unten explodiert. Überlebt. Zweiter Blutmond in Folge. Wir haben überlebt. Kurz um die Reste kümmern. Ich glaube, da haben wir eine ganz tolle Schrotflinte. Ja. Ah. Tanzkasten. Oh. Wo nicht? Perfekt. Ich höre draußen jetzt. Achso, ich sollte den. Hier, ich mach mal den Generator aus. Zack. Einmal die Überreste noch. Oh mein Gott, Blutparadies. 48er Knarre. Nett. Ach, guck mal. Neue Nagelpistole. Wie praktisch. Oh, uncool. Oh. Ich wollte sagen, die haben die ganze Wand zerdonnert, aber das ist der Eingang. Das ist in Ordnung, wenn man da rein und raus kann. Okay. Das ist zumindest nett. Nehmen wir die Leichen noch einfach mal alle mit. Da ist auch noch ein Beutelchen. Nett. Okay, kommen wir nochmal. Ist noch einer. Oho. Oho. Obwohl, meine 60 ist gar nicht mal besser. Schade, aber oho, trotzdem, schöne Waffe. Gut, Säckchen. Geil! Zack, zack, zack. Ah, Stahl alle. Ja, die haben tatsächlich geschafft, eine Treppe kaputt zu machen. Beeindruckend. Krieg den ganzen anderen Scheiß auch noch mit? Ah, das passt nicht mehr. Schade, aber das ist unser Loot, unsere Ausbeute. Wir haben überlebt. Geil und zu große Schäden, weil hier die Klingenfallen, die kaputt gegangen sind, die kann ich relativ günstig neu machen. Das ist ja überhaupt kein Problem. Ich muss mal sagen, richtig geil. Bin zufrieden. Wie viele Level hat es gegeben? 2 Stück, immerhin.
Oh, ich freue mich schon drauf, sobald wir hier was machen können. Aber ich glaube, dafür brauchen wir insgesamt 10 von diesen komischen Forschungsnotizen. Kriegen wir aber alles noch geregelt. Ah, schön. Gut. Dann soll das jetzt auch für heute gewesen sein. Ich werde den ganzen Kram zu Hause einmal wegsortieren, werde mal schauen, dass ich hier die Sachen, die kaputt gegangen sind, nochmal repariere. Sind hier alle Ressourcen im Gange? Beziehungsweise wir haben hier schon Tag 36. Irgendwas werden wir heute, also Tag 36, Folge morgen. Irgendwas Cooles werden wir da noch tun. Wir könnten uns vielleicht auch mal vielleicht mal im verstrahlten Gebiet umschauen. Ich denke mal, das wird nämlich irgendetwas Besonderes sein, sonst würde es das nicht geben, inklusive Schutzanzug und allem drum und dran. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Du, vielleicht machen wir auch was anderes. Ich habe noch keinen festen Plan, aber es ist in Ordnung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne eine Bewertung da. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Tschüss.